So, Freunde, willkommen zurück beim Hamburger SV auf Fußballplanet im Fußballmanager 22. Willkommen an dieser Stelle an meine Community. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist oder auf dieser Plattform, dann abonniere gerne meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, wir wollen loslegen, Freunde. Wir wollen loslegen. Wir wollen uns jetzt um die erste Mannschaft kümmern, beziehungsweise um unser System, wollen hier auch überall mal reinschauen, ja, in das Training, in die Teamdynamik, in die Verträge und so weiter, einmal uns eine komplette Übersicht verschaffen und dann kann es losgehen, ja. Also, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier durch. Wir haben ja die zweite und die Jugendmannschaft, sind wir schon einmal kurz durchgeflogen. Dann gehen wir zum Punkt Training. Und Training ist halt immer so ein Punkt, den ich halt immer abgebe, weil ich habe erstens überhaupt keine Ahnung, wie man Trainingspläne erstellt, ehrlich gesagt. Und ja, ich habe auch schon ein bisschen was gehört, dass einige Leute Trainingspläne eingefügt haben, die dann auch aber nicht funktioniert haben, nicht so richtig. Und ich gebe das immer lieber ab, weil ich da einfach, ja, eigentlich gar keine Ahnung von habe. Genau, aber wir stellen auf jeden Fall einen Fitnessexperten ein und einen Mentaltrainer. Motivationslehrer könnte man auch machen, aber bisher sieht die Moral eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja, gut, individuelle Spieler. Da brauchen wir jetzt eigentlich noch nichts einstellen. Trainingsgruppen, ja, wie gesagt, das gehen wir ja eh ab. Die Teamdynamik, wie schaut denn das hier aus? Oh, minus 100, da sind wir im roten Bereich. Okay, die Teamhierarchie. Eieieiei. Also, wir haben keinen Anführer. Wir haben einen Führungsspieler als Kapitän hier. Im Team umstritten. Einflussreiche Spieler: Leibold, Kittel, Hernandez, Jatta und Meffert. Das ist nicht so rosig hier, ne? Das sieht nicht so rosig aus. Also da müssen wir auf jeden Fall was tun. Wie sieht es da in der zweiten aus? Na, die haben nur Newcomer hier. Statistiken, Versprechen, Spielermatrix. Haben gemeinsames Ziel, haben gemeinsames Ziel. Okay, hier kann man direkt Spielergespräche auch führen. Die Teammatrix. Ja, sieht so eigentlich ganz okay aus, aber da haben wir viel Arbeit vor uns. Auf jeden Fall. Also, wenn ich die Teamhierarchie hier sehe, das ist auf jeden Fall nix. Gut, gehen wir kurz zu den Verträgen. Da laufen auf jeden Fall schon mal Verträge aus. Fernandes, Giamera, Alidu und Rohr. Gut, ich denke mal, die werden wir auf jeden Fall verlängern. Aber dafür müssen wir uns erstmal die Mannschaft anschauen, was wir auch dann definitiv gleich machen werden. Transfermarkt brauchen wir nicht draufgehen. Scouts. Ja, da haben wir ja ein paar gute Scouts auf jeden Fall. Da können wir schon mal den Aufgaben zuweisen. Jugendscout. Überwiegend auf jeden Fall nach Talenten Ausschau halten. So, und den lassen wir mal allgemein scouten in Deutschland. Permanent beobachten. So, der beobachtet den nächsten Gegner, das ist gut. Scouting-System kaufen. 500.000 haben wir jetzt auch nicht wirklich. Machen wir trotzdem. Für den Verein erwerben, finde ich schon wichtig, dass man da ein vernünftiges Scouting-System hat. So, dann werden wir hier natürlich auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen hinschicken. Cageball beobachten. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht. Okay, Finanzstatus. Da sind wir ja vorhin oder in der letzten Folge schon drauf eingegangen. Budgetänderung brauchen wir nicht machen. Okay, da steht noch nicht ganz so viel, weil wir ja noch nicht richtig dabei sind. So, wir starten direkt auch mal eine Marketingkampagne hier. Zack. So, Sponsoring.
Intersport ist der Hauptsponsor. Sehr schön. Dann machen wir gleich mal ein Meet and Greet. Mit Wagnumann. Zack. So. Sponsoren anwerben. Brauchen wir, glaube ich, erstmal, oder? Machen wir doch. Ah, kostet auch wieder Geld. Alles kostet Geld. Aber ist ja schon wichtig, dass wir da auf jeden Fall ein paar Sponsoren haben, ne? Ein paar sind ja schon drin hier. So, Erfolge. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen, ne? Das letzte Mal 1983 die Meisterschaft geholt. Pokalsieger 1987. Und die Champions League auch 83 geholt. Also schon sehr, sehr lange her. Für uns ist auf jeden Fall, steht erstmal auf dem Plan, der Aufstieg. Das ist das Ziel, definitiv. So, was sagen die Fans? Tirol macht gegen uns auf jeden Fall ein Tor. Wäre es nicht effektiver, wenn man in kleinen Gruppen trainieren würde? Wir sollten Beleme eine Chance geben. Patrick von YouTube sollte die im Training mal wieder richtig laufen lassen. Ja, dafür bin ich da, ne? Perfekto. So, Infrastruktur. Alles soweit im grünen Bereich. Wir haben jetzt auch kein Budget für Baukosten. Das sieht jetzt soweit erstmal ganz gut aus. Da ist jetzt nichts Wichtiges im grauen Bereich, sage ich mal, wo wir jetzt sagen, okay, wir müssen da jetzt unbedingt was ausbauen. Ups. Jugendcamps haben wir natürlich keine. So, Karriere. Ich sehe gerade, ich habe den Lieblingsspieler gar nicht ausgewählt. Aber ist auch nicht so schlimm, ne? So, natürlich mein Bild rein. Sprache lernen können wir direkt mal machen. Was lernen wir denn mal? Französisch? Wie lernen wir Französisch? Englisch können wir ja schon. So, Biografie. Genau, wir beginnen beim HSV in der zweiten Liga. Ja, mehr steht da natürlich noch nicht. Spiele beobachten. Ah, okay, das habe ich auch noch. Habe ich auch noch nie genutzt hier. Die Funktion. Karriereoption. Können wir mal direkt mit dem Vorstand quatschen. Privater Bereich. Gehen wir nochmal Golf spielen hier. So. Einmal alles durchgegangen und jetzt, Freunde, widmen wir uns erstmal unserer ersten Mannschaft. Genau, das ist nämlich auf jeden Fall wichtig. Also, ich habe mir Gedanken gemacht wegen dem System. Und ich weiß auch, dass es immer schwierig ist, über die Flügel zu spielen, wenn man halt keine vernünftigen Außenspieler hat. Deswegen würde ich sagen, wir probieren es mit zwei Systemen. Also, ich hätte einmal ein, ja, schon defensiveres System mit dem 5-3-2. Dort würden wir dann durch die Mitte quasi spielen. Mit einem zentralen Mittelfeldspieler und zwei Offensiven und halt zwei Stürmern vorne. Und als zweites System würden wir dann mit dem 4-2-3-1 agieren. Da haben wir dann die beiden Außen. Ne? Das ist ein ganz gutes System. Ich denke auch, dass es zum HSV passt. Genau wie das 5-3-2. Was ich auch eigentlich sehr effektiv finde, weil wir defensiv einfach dann wirklich gut stehen, hoffe ich. Ja. Und dann halt den Ball durch die Mitte spielen. Wir probieren einfach beides mal aus. Jetzt auch in der Vorbereitung, wenn wir ein paar Freundschaftsspiele absolvieren, wenn wir mit beiden Systemen einfach mal spielen und dann sehen wir ja, ob es klappt oder nicht. Hauptsystem würde ich jetzt erstmal das 4-2-3-1 wählen. Das 5-3-2 würde ich eher bei stärkeren Gegnern wählen oder wenn wir auswärts spielen. Zu Hause wollen wir schon offensiv spielen, ja, guten Fußball zeigen, guten Fußball nach vorne auf jeden Fall auch. Und ja, so sieht das erstmal aus, genau. So, wir haben 8 Millionen zur Verfügung, das ist nicht wirklich viel, ehrlich gesagt. Wir haben für jede Position hier Spieler bereit. Natürlich nicht alles das Gelbe vom Ei, ne? Ehrlich gesagt. Wir können ja mal schauen auf dem Transfermarkt, wer denn hier überhaupt bereit wäre, zu uns zu kommen, ja? So, hier wählen wir mal beide aus.
Stärke können wir ja mal vollgeben. Er sollte schon mindestens, also 3 Sterne sollte schon haben, auf jeden Fall, der Spieler. So, was haben wir denn hier? Max Kruse, Caligiuri, Vargas, Marvin Friedrich, ja, 10 Millionen, ne? So viel Geld haben wir gar nicht. Petersen. Okay, also die Marktwerte sind natürlich sehr hoch. Sprich, wir können da nicht wirklich was. Toprak, auch ein interessanter Innenverteidiger. Da Costa, Rechtsverteidiger, auch 4 Millionen. Okay, also wir gehen jetzt hier einfach mal alles durch. Also Fernandes ist auf jeden Fall unsere Nummer 1, was das im Tor angeht. Dann haben wir hier auf der Linksverteidigerposition Leibold und Muheim. Da wird natürlich Leibold als Stamm agieren. Dann haben wir 4 Innenverteidiger, von dem einer verletzt ist. 17 Wochen fällt er nämlich aus. Oh Mann, da fängt schon an, ne? Vuskovic und Schonlau. Auf jeden Fall die beiden bilden vorerst die Innenverteidigung. Wagnoman natürlich auf rechts. So, dann die beiden zentralen Mittelfeldspieler. Da haben wir auf der Position Reis und Doyle. Engländer, ja. Hat aber schon starke Werte, muss ich sagen, hier, ne? Also gar nicht mal so schlechte Werte auf jeden Fall. Schnell ist er auch. Das sieht gut aus für die zentrale Mittelfeldposition. Und Reis auf jeden Fall. Gutes Talent. Sichere Pässe. Der Holländer. So, dann für das offensive Mittelfeld. Da haben wir nur einen. Nämlich ihn. Anssi Suhonen, 20 Jahre alt, Spielmacher. Da müssen wir auf jeden Fall noch einen holen, ne? Weil im 5-3-2 spielen wir mit 2 offensiven Mittelfeldspielern. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Was haben wir denn hier noch? Moritz Heier, der kann auch zentral spielen. Ist aber mehr im Defensivbereich tätig. Kann auch Innenverteidiger spielen. Grundstärke 69. Hat auf jeden Fall die Werte dafür. Ist jetzt nicht der schnellste. Aber besser als er in der Innenverteidigung. Packen wir. Nee, Quatsch. Packen wir ihn da erstmal rein. So, dann haben wir noch Meffert. Macht Räume eng. Okay, ist auch mehr der defensiv zentrale Part. Gut, also offensiv packen wir ihn erstmal rein. Suhonen im offensiven Mittelfeld. So, links außen. Ja, Kittel bleibt auf jeden Fall auch da. Da haben wir noch Alidou als Reserve. Und rechts außen fehlt uns auch einer. Da haben wir auch nur Jatta. Was gut ist, dass die Spieler alle soweit recht jung sind. Also es ist eine recht junge Mannschaft. So. Und im Sturm haben wir Winsheimer, Distanzschütze. Aber er ist kein schlechter Stürmer, finde ich. Glatzel, fleißig. Kaufmann geht steil. Und Meißner. Okay, ich würde trotzdem Winsheimer da vorne erstmal reinstellen. Distanzschütze ist jetzt auch nicht... Ah, doch Glatzel vielleicht. So, also wir brauchen auf jeden Fall einen Rechtsaußen und einen offensiven Mittelfeldspieler. Ich denke, da werden wir in der Jugend nicht fündig werden. Nicht wirklich. Dann schauen wir doch mal, was die Transferliste so hergibt. Also, das ist okay. Machen wir mal so bis 30 Jahre oder bis 31, ist auch in Ordnung noch. Rechts außen. Ja, sollte auch nicht, der Marktwert sollte natürlich auch nicht zu hoch sein, ne? Ja,
mindestens können wir ja so und maximal machen wir mal so 2,5, wo das schon zu viel sein könnte, ne? So, da ist bestimmt was dabei. Rechts außen haben wir jetzt gesagt, ne? Genau, rechts außen. Da haben wir zum Beispiel Jet Wallace. Ein Dribbler von Millwall, 27, Marktwert 2,2 Millionen. Okay, gute Werte im Offensivbereich, ist schnell. Der gefällt mir schon mal gut. Hier wird mir auch ein Offensiver angezeigt. Der ist schon 30. Okay, dann haben wir hier Ayew. 31, auch mittlerweile schon. Cueva. Hier mal einen ablösefreien OM. 72 hat er sogar noch. Professionell. Könnte man eigentlich auch mit reinnehmen, ne? Was haben wir hier noch? Nee, also ich würde gerne dem Wallace hier einen Vertrag anbieten, wenn er natürlich nicht zu teuer wird. Nee, wird nicht zu teuer. Also Ablösesumme 2.400.000 Euro. Dafür, dass er sofort kommt, das ist... Ah, verletzungsresistent. Okay. Ja gut. Ich würde schon sagen, dass wir das einfach mal eingehen. Hier steht das doch, da oben steht's. Wir gehen das trotzdem ein, das Risiko. Ist von der Stärke her auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Von daher gehen wir das Risiko ein. So, offensives Mittelfeld. Genau, da haben wir den Seis. Aber gerade hat er mir doch noch den ablösefreien Spieler noch angezeigt. So, hier haben wir auch ein paar ablösefreie. 31. Ups, sorry. Leonardo. Vereinslos. Links außen. Stärke 72. Moravec. Was?
2 Millionen. Mal gucken. Ja, Freunde. Dann haben wir das auch erstmal erledigt. Ich würde zum Beispiel Rohr, den würde ich verkaufen. Kann ich aber nur... Den kann ich nicht verkaufen. Okay, dann schieben wir den auf jeden Fall in die Reserve, weil den brauchen wir einfach nicht. Her haben wir jetzt in die Innenverteidigung erstmal gesteckt. Der kann auch zentral spielen. 1, 2, 3. Meffert haben wir hier noch. 3, 4. Also er würde ja dann ins zentrale Mittelfeld noch rücken. Den können wir anbieten zur Leihe. Das bringt mir auch nicht viel, ne? Kann der auch Innenverteidiger spielen? Ja, eher weniger, ne? Okay, dann schieben wir den einfach auch in die Reserve. Zack. So, dann steht vorerst die Mannschaft, würde ich sagen. Also mehr können wir leider jetzt auch nicht machen. Wir haben jetzt Angebote abgegeben. Und dann sind wir gespannt, ob diese Spieler kommen. Vor allen Dingen Wallace ist natürlich ein sehr guter Mann, der uns definitiv weiterhelfen würde. Gehe ich mal von aus. Auch der offensive Mann hier, Seis, oder wie man es ausspricht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke schon, dass der Spanier auch uns, unserer Mannschaft gut tun würde. Ja? Führungsqualität 5 von 10. Mal gucken hier, der auch 5 von 10, okay, schade, ich dachte, da wäre so wirklich auch ein Kapitän mit dabei, eher weniger, aber gut, dann haben wir das auf jeden Fall erstmal erledigt. So, die zweite Mannschaft, das ist natürlich auch noch so eine Sache für sich. Da werden wir natürlich jetzt nicht ganz so viel verändern, aber hier werden wir auch wie erste Mannschaft spielen. Genau. Die Jugend natürlich genauso. Obwohl, hier könnten wir eigentlich auch den Co-Trainer das machen lassen, ne? Aber eigentlich bin ich immer dafür, auch dass man wie die erste Mannschaft spielt. Na, das machen wir auch so. So, dann ganz wichtig, wir müssen noch die Aufgaben der Mitarbeiter einstellen. So, Training machen wir auf jeden Fall, oder macht auf jeden Fall der Co-Trainer. Trainingsplan, ändert Einsatz und Taktik, wechselt im Spiel aus, weist Aufgaben zu, das machen wir alles. Aufgaben zuweisen, ja. Aufgaben kann auch der, nee, das mache ich auch selber. Taktik und Einsatz, das machen wir auch alles. Verpflichtet Jugendspieler, stellt Jugendmannschaften auf, das lassen wir den Jugendtrainer machen natürlich. So, okay. Vereinbart Testspiele, plant Trainingslager. Definiert Ablöseforderungen, macht Vorschläge für neue Spieler, legt Strafen automatisch fest. Das ist gut. Jetzt spielen wir, glaube ich... Ach nee. Moment mal. Irgendwas stimmt da nicht. Voreinstellungen. Finanzassistenten. Aber der ist so ausgeschaltet. Wieso kommen wir denn hier nicht rein? In diesen Bereichen? Komisch. So, was brauchen wir denn hier eigentlich noch? Psychologe, Geschäftsführer, Marketingmanager, Fanbeauftragten. Psychologe finde ich schon wichtig, dass wir einen haben. Nur beste Position, mentale Fähigkeiten, Motivationsfähigkeit. Dü-dü-dü-dü-dü.
So, mentale Fähigkeiten, Motivationsfähigkeit. Psychologe soll ja eigentlich auch die mentalen. Oder? Psychologe 75. Ja, unterbreiten wir ihm mal Angebot. Psychologe ist schon wichtig auf jeden Fall. Geschäftsführer, das können wir immer noch machen. Marketingmanager, Bauleiter. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Einen Fanbeauftragten sollten wir noch mit reinnehmen. Der einen guten Umgang mit den Fans auch hat. Hier zum Beispiel eine 83. So, und einen Pressesprecher nehmen wir noch mit rein. Marco Hasler, mittlerweile 68, kriegt noch einen 2-Jahres-Vertrag als Pressesprecher. Genau. So, okay. Ich würde sagen, wir machen hier zwecks Aussortierung nichts weiter, außer dass wir die Talente mit nur einem Stern nach Hause schicken. Und mit anderthalb, die schicken wir auch nach Hause. So, alle anderen werden natürlich bei uns bleiben. Genau. So, dann können wir schon mal die ersten Gespräche hier führen. Herzlich willkommen. Okay, der ist anscheinend neu bei uns. Schonlau. Der ist Kapitän direkt, oder was? 5 von 10. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal gucken. So, gib im Training alles. Am Anfang kann man ja meistens auch nichts anderes sagen, als gebt erstmal im Training alles. Die Spieler einfach ein bisschen motivieren, ne? So, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz in den Kalender rein. Schau noch mal, wo wir ins Trainingslager fahren. Und ja, dann sehen wir weiter auf jeden Fall. Trainingslager. Wir haben 8, 10, 12, 14. 14 Tage? 14 Tage ist okay. So. Schwerpunkt natürlich auf der Taktik. Und ich würde sagen, wir fahren. Was ich immer ganz gut finde, ist Nizza. Polen ist auch nicht schlecht. Nizza ist gar nicht dabei, ne? Dann war das, glaube ich, bei Teamwork. Dann fahren wir hier nach Garda oder an den Gardasee nach Italien. Das ist eine gute Sache. Und hier werden wir natürlich dann auch ein paar Freundschaftsspiele absolvieren. Ein paar Testspiele, ne? Um uns natürlich optimal auf die Saison vorzubereiten. So. Das ist doch schon mal ordentlich. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Freundschaftsspiele im Trainingslager. Das sieht gut aus. Hier können wir noch mal einen Tag der Jugend machen. Oder beziehungsweise auch einen Sponsorentag erstmal. Tag der Jugend. Fanclub treffen. Und hier machen wir die. Hier machen wir die Saisoneröffnung auf einem Freitag. Hier noch mal eine Autogrammstunde. Irgendwo da war noch Probetrainingstag. Würde ich gerne noch mal machen. So. Erster Spieltag ist dann gegen Schalke 04. Da müssen wir direkt auswärts ran. Okay, bin ich mal gespannt. Nächsten Termine. Heute wird das Transferfenster geöffnet. So, was haben wir denn hier? Kommt von seiner Scout-Mission zurück. Supercopa findet in Rio de Janeiro statt.
Spiel fehlt Bakary Yatta noch, dann hat er 100 Ligaspiele bestritten. Achso. Ein Spiel fehlt. Achso, ein Premium-Sponsor kann auch verpflichtet werden. Zwei Spiele fehlen. Okay, das ist ja auch cool hier. Da habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Neue Erfahrungsstufe. Haben wir nochmal so eine kleine Übersicht hier, ne? Okay, was stand da? Lokale Sponsoren können auch verpflichtet werden. Ja, wenn wir denn Sponsorenangebote dann bekommen, werden wir das auf jeden Fall auch machen. Okay, meine Lieben, meine liebe Community, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich auf die nächste Folge beim HSV. Schaltet wieder ein, bis zum nächsten Mal. Ciao.